30 Kilometer. Wir fahren jetzt hier Richtung Strothe. Salatkirmes, ja, was ist das denn? Nie gehört. Ich kenne Osterkirmes oder eine Herbstkirmes, aber keine Salatkirmes. So, fahren wir jetzt hier rum. So langsam alle richtig Hunger. Ich freue mich schon endlich auf die Ankunft beim Edersee. Bin gespannt, wie das da so aussieht. Höhe maximal, ja, das schaffen wir, oder? Ja, lieber den Kopf einziehen, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. In Höringhausen sind wir jetzt. Ah, da steht's ja schon. Edertalsperre. Juhu! Richtung Sachsenhausen, Bad Wildungen. War schon wieder der KTM-Fahrer? Nee. War nicht. Komm sehr.
richtig schöne Ecke. Schön, schön. So, können wir jetzt gleich mal. So, jetzt aber. So, dann fahren wir jetzt hier Richtung Bad Wildungen, Sachsenhausen. Er lässt uns durch. Das ist ein ganz netter Benzfahrer. Sportzentrum Edersee. Oh, da ist doch schon ein bisschen Wasser. Da ist ja schon ein bisschen Wasser. Na, wenn das mal nicht ein Teil vom Edersee ist. Jo, wir sind da, Leute. Schön. Mit ein paar Bänkchen. Hallo.
Ja, herzlich willkommen hier. Wildpark Edersee. Ist noch ziemlich trocken. Ja, da ist ein bisschen mehr Wasser. Ja, hier mal ganz liebe Grüße an die Community motovlog.de. Die werden sich hier am Mitte Juni oder das Mitte Juli werden die sich hier treffen, gemeinsam zum Community-Treffen der Motovlogger aus ganz Deutschland. Teilweise kommen sogar noch welche aus Österreich. Hier liebe Grüße auch an meinen Lieblings-Motovlogger an Österreich, aus Österreich, Seven Heaven. Ja, dann Geljot heißt da, glaube ich, auch ein Österreicher. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht alle Namen aus dem FF aufsagen kann, aber Kratmelder 24 fällt mir ein. Timo S., auch der Foreninhaber von Meet-Motovlogs, motovlog.de, der wird dabei sein. Ja, da werden eine ganze Menge Leute dabei sein. Wenn ich das jetzt so richtig durchgezählt habe, sind das bestimmt 15 Leute oder so, die da aufschlagen werden. Das ist schon eine Menge. Ja, ich wünsche euch hiermit viel Spaß und für euch ist dieses kleine Video auch ein bisschen gedacht. Ihr habt da schon mal einen kleinen Einblick, kleine Einsicht auf den Edersee, auf die Strecken hier ringsherum. Habt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich kann leider nicht teilnehmen. Ich bin jetzt auch nicht so der Super Moto Vlogger. Ich bin ja mehr so der Ride Alone Vlogger. Oh, schön, 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 Leute hier. Schön, Leute. Hat so ein bisschen was von Möhnesee, Sorpesee. Hat so ein bisschen was von Möhnesee. Größe her. Und so vom Panorama her könnte das der Sorpesee sein. Ja, schön. Ist aber richtig schön kurvig um den See rum. Vor allen Dingen ist man ziemlich nah am Wasser hier auch mit dem Motorrad, also man kann was sehen. Gefällt mir. Auch als Fußgänger kann man hier vernünftig langlaufen. Ja, könnt ihr ja einfach mal auf motovlog.de schauen, da gibt es ein Thema zu dem Treffen. Dann wisst ihr ganz genau, wer hier gemeint war und gemeint ist. So, jetzt kenne ich mich hier nicht aus, ich weiß nicht, wo man hier lecker essen kriegen kann. Was? Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus, ne? Das nehmen wir doch einfach.
Du, der Berge. Da oder sollen wir da was essen? Das sah mal gar nicht so schlecht aus, ne? Also da hinten wird auch noch was geben, ne? Das ist jetzt ja erstmal so der Anfang, ne? Was meinst du? Erstmal weiterfahren und gucken? Na hier, Biker willkommen, das ist doch schon mal gut. Biker sind schon mal willkommen. Gut aus hier. Oder stell dich doch einfach hin. Hier kommt sowieso keiner mehr lang. Hotel Haus am See. Ach, eine Rutsche haben sie sogar auch. Fühle ich mich doch gleich wohl hier.